wie Sterne und Galaxien entstehen konnten, was dunkle Materie ist und wie sich das Universum verändert, erklärt die neue Planetariumsshow im Deutschen Museum. Es ist ja mehr und mehr auch jetzt so, dass Science-Shows ans Planetarium kommen, dass Filme ans Planetarium kommen. Und uns bei dieser ganzen Geschichte, dass man Filme ans Planetarium bringt, ist halt im Grunde genommen immer auch wichtig, dass die unmittelbare Bezug zur Forschung eigentlich da ist. Also dass der unmittelbare Forschung, unmittelbare Bezug zu Technik und zu Naturwissenschaft da ist. Dafür stehen wir halt im Museum. Um zu verstehen, wie unser Universum funktioniert, haben verschiedene Wissenschaftler und Institute zusammengearbeitet und aufwendige Simulationen entwickelt, die nun in der Show ausgerechnet unser Universum zu sehen sind. Die Idee war, dass wir dem Zuschauer vermitteln, wie Wissenschaft funktioniert und ein bisschen Einblick eben auch in ganz moderne Spitzenforschung geben, wie so Simulationen ausschauen, was wir aus Simulationen lernen, wie Simulationen gemacht werden. Und das Ganze ist dann eben entstanden. Wir hatten hier mal ein bisschen visualisiert unsere Simulationen und dann ist die Idee entstanden, machen wir doch um die ganze Visualisierung einfach eine Show drumherum, dass wir eine komplette Show planen. Und das war dann das, wo die viele Arbeit kam. Das sogenannte Exzellenzcluster Universe ist ein fächerübergreifender Forschungsverbund, der über 4 Jahre lang kooperiert hat, um die Simulationen zu erstellen. Mit dabei waren auch Forscher und Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München. In der Simulation nehmen Sie die Physik, die Sie kennen, und versuchen mit den Anfangsbedingungen des Urknalls das Universum dann wirklich nachzurechnen. Und die Simulationen werden zum großen Teil am Leibniz-Rechenzentrum gemacht, in Garching. Das ist ja schon eine lokale Sache. Aber die Beobachtungen wurden am Wendelstein-Observatorium hier in Bayern gemacht. Also eigentlich ist es eine bayerische Präsentation, die wir hier haben, worauf man besonders stolz sein kann. Ziel war es, eine Reise durch die Galaxien aus Sicht der Wissenschaft zu zeigen. Die neue Show im Deutschen Museum ist eine passende Möglichkeit, um die Arbeit der Forscher und Studenten populärer zu machen. Einmal hat das Deutsche Museum natürlich eine Außenwirkung, die wir sonst nie erreichen könnten. Und über das Deutsche Museum können wir unsere Forschung der Öffentlichkeit näher bringen. Zum anderen ist aber auch der Ausbildungsaspekt, denn es sind ja alle Studenten, die hier die Vorstellung vorbereitet haben, die auch gesungen haben, die Musik eingespielt haben, haben sie alles selber gemacht. Und es ist eine einzigartige Motivation für die Studenten, wenn sie sehen, schau mal, hier habe ich mich verewigt im Deutschen Museum, was ihnen auch hoffentlich weiterhilft in der Zukunft. Und auch ein Folgeprojekt ist schon geplant. In den nächsten 7 Jahren versuchen die Forscher zu ergründen, wie das Universum und wie Leben entstehen konnte. Die neue Show wird täglich um 14 Uhr im Planetarium des Deutschen Museums gezeigt.